Hallo und willkommen bei Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu einem neuen Video von uns. Und zwar geht es um die letzte Top 3 für das Jahr 2023. Denn ihr wisst, im Dezember kommt ja immer unsere Top 10 der Brettspiele. Das heißt, das ist die letzte Top 3, die wir zusammen mit unserer Community machen. Und ihr seht es auch, wir haben heute keine Weihnachtsmütze auf. Es ist kein Adventskalender-Türchen. Es ist eine klassische Top 3. Ich erkläre euch ganz kurz. Aber in winterlicher, weihnachtlicher Gestaltung. Absolut. Wir haben natürlich Winter. Es ist immer noch kalt draußen. Es läuft folgendermaßen ab. Melli und ich haben uns entschieden, was für uns die besten Spiele diesen Monat waren. Das müssen nicht die besten, geranktesten Spiele sein. Das können die Spiele sein, mit denen wir einfach am meisten Spaß hatten, weil die Gruppe gepasst hat, was auch immer. Ich hoffe, die Community hat das Gleiche gemacht. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam einfach nach und nach an, was wer hier als Top-Spiel ausgesucht hat. Denn es ist nämlich geheim. Jeder hat seine Spiele unterm Handtuch versteckt. Keiner weiß, außer ich von der Community. Ja. Keiner weiß Bescheid, wie und was. Und wir werden es nach und nach enthüllen. Und jetzt habe ich es endlich mal drauf. Wir fangen natürlich immer mit dem Platz Nummer 3 an. Absolut. Nicht mit dem Kracher, sondern mit Platz Nummer 3. Und wie immer macht Angelo den Start, nachdem er hier noch etwas geschlürft hat, seine Stimme geölt hat, kann es direkt losgehen. Ich werde meinen Kopf abwenden. Er greift unter das Handtuch, hoppala, und wird dann hoffentlich seinen Platz Nummer 3 rausholen, hab wenn er den gefunden Melli. Hat. Habe ich schon da. Den habe ich mich gar nicht. Es ist Mlem. Ah, ja, das kannst du nicht. Ein Space Cats Spiel. Das haben wir beim lieben Robert gespielt. Wir selber haben das Spiel nicht. Es ist bei Rebel Games erschienen. Es wird auf Deutsch bei Asmodee kommen. Worum geht's? Wir sind Space Katzen und möchten über Würfel quasi einen Track nach oben bis hin zur Milchstraße, ja, clever angelegt an die Katzen, bestreiten. Und es ist eigentlich so eine Art, ja, Fun-Spiel für eine Gruppe mit 5 Spielern. Es macht einfach irre viel Spaß, denn der Mechanismus ist, wir haben vor uns so eine Karte ausliegen, auf der pro Feld, auf das wir fliegen können, Würfelaugen abgebildet sind. Und jedes Mal, wenn ich auf so einem Feld lande, kann ich mich entscheiden, weiter zu würfeln. Ich muss aber eins von diesen Würfelaugenergebnissen treffen, sonst ist mein Flug gescheitert und wir stürzen ab. Und das Coole ist, zu Rundenbeginn dürfen alle Spieler von sich so spezielle Märkchen mit platzieren. Das heißt, da kann man vielleicht gerettet werden. Also sie retten sich so einen Fallschirm, ich kann dem anderen einen Würfel klauen. Und das ist wirklich ein cooler Mechanismus. Es ist so ein Push-Your-Luck mit Würfeln. Es gibt noch diese Nachbrenner-Symbole, waren das, glaube ich. Yep. Die kann ich immer wieder verwenden, wenn das denn mit drauf ist. Und dann guckt man halt so, ich will da noch diesen Planeten erreichen, weil dann kriege ich diese 5 Punkte. Aber boah, ich habe nur noch 2 Würfel, ich kann es halt nur noch mit Einsen und Vieren schaffen. Und dann mach ich nicht. Und irgendwie war die Dynamik an diesem Abend wahnsinnig cool. Es hat so Spaß gemacht. Wir haben uns hier angefreut. Komm, das schaffst du noch, das machst du noch. Und dann, nee, ich steig aus. Also die Spieler können nämlich aussteigen. So, nee, genau. Fliegt ihr weiter, so. Ich sichere mir hier diesen Mond. Da kriege ich 2 Punkte sicher. Wenn ihr in euer Verderben fliegen wollt, macht das doch bitte. Und dann siehst du halt in den Gesichtern der anderen so, okay, ich habe noch 2 Würfel, mit 1 und 4 schaffe ich es. Dann, komm, das machen wir. Einer fliegt mit, der glaubt an dich und du wirfst. Dann hast du diese 2 Vier und kannst 8 weit fliegen. Dann siehst du die Gesichter so, Mist, hätte ich auch mitbleiben sollen. Ein großer Spaß für mich. Mlem, ich weiß gerade den Untertitel nicht mehr. Sowas wie Space Academy, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich blende das ja Ganze ein mit Bildern. Also wirklich hat Spaß gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht das Spiel des Jahres, aber es war wirklich in der Runde ein ultra lustiges Teil. Ja, es ist wahrscheinlich das Thema Space Katzen, Angelo war gecatcht, zack, fertig. Wir selber haben das Spiel nicht. Wir hatten ja schon im Rückspiegel aufgerufen, wenn da draußen jemand ist und es nicht mehr haben möchte, wir nehmen es gerne ab. Genau, meldet euch. Bitte melde dich. So. Bei mir kommt auch ein richtig cooles Spiel mal raus, wo man sagen muss, das braucht schon die ein oder andere Runde. Das ist vielleicht Funst. Oha. Aber mir hat es echt Spaß gemacht. Ich versuche es zu erraten anhand der kleinen. Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht klein. Ja, es ist kein 29x29 Box. Ein Havalandi hast du da stehen. Hast du da stehen. Ein Havalandi wurde es bei mir. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ja, es wirkt so unscheinbar. Es ist definitiv ein Familienspiel. Man sollte nicht allzu viel erwarten. Aber trotz allem habt ihr so nach und nach schon ein bisschen Taktik dahinter. Vor allem nach der zweiten Partie hat man eher vielleicht diesen Zusammenhang. Was mache ich jetzt? Oder lasse ich es doch mal lieber sein? Keine Ahnung. Havalandi ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Wir haben dieses Mal ein außerordentliches dreieckiges Spiel
Spielbrett oder nein, vielmehr, wir haben ein quadratisches Spielbrett, aber die Fläche, wo man spielt, ist eben dreieckig. Und was wollen wir versuchen? Wir wollen hier unsere Ballons geschickt platzieren. Wir haben verschiedene Gebiete und es gibt immer zwei Möglichkeiten oder vielmehr sogar drei Möglichkeiten, Punkte zu machen. Entweder wenn ich neben ein Pavillon lege, kann ich eventuell Punkte machen oder indem ich in ein Gebiet, wo ich schon bin, weitere Ballons reinlege, dann kriege ich ab dem dritten Ballon Punkte oder ich versuche eben über diese verschiedenen Gebiete zu gehen und da möchte ich halt eigentlich in allen Gebieten vertreten sein, aber ich muss auch noch eben in dieser Mitte diesen Sandplatz oder Steinweg eben mithaben, denn dann kann ich auch diese Ballons aufsteigen lassen, dann kriege ich Punkte dafür und es ist eben immer dieses Abwägen, wo möchte ich jetzt hingehen, möchte ich vielleicht diese Gruppe erweitern, möchte ich doch schauen, dass ich in dieses Kiesbett noch reinkomme und wann lasse ich diese Ballons aufsteigen. Ich finde es natürlich, es hat sehr viel Zufall, denn wir würfeln, wir gehen hier außen rum und entsprechend in der Reihe oder Spalte, wo ich bin, kann ich einen Ballon platzieren und so weiter. Es hat schon Zufälle drin, aber trotz allem ist es taktischer, als man denken mag. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir müssen jetzt auch mal die Seite B spielen. Ja, also es ist ja schon so ein bisschen auch so ein Pokern, ob das vielleicht noch klappt, hier dieses eine Gebiet noch zu füllen und dadurch dann halt wieder mehrfach Punkte zu kriegen. Ich habe es nur einmal gespielt. Es war wirklich ein lustiges Ding. Es macht Spaß. Es ist, wie Maddie sagt, ein bisschen zufällig. Vielleicht für den einen oder anderen draußen zu zufällig. Aber es ist halt ein Familienspiel, Leute. Da setzt ihr euch hin, würfelt, platziert das Ganze, wenn es aufgeht, wunderbar. Ja, es geht also ein bisschen in die Richtung von Mlem. Bloß da müsst ihr ein bisschen mehr taktieren, bei Mlem müsst ihr ein bisschen mehr pokern. Genau. Also super, Havalandi ist echt ein nettes Teil. Ich bin gespannt, ob vielleicht die Community auch Havalandi drin hat. Oh nein, die Community, die haben echt einen krassen Titel dieses Mal drin auf Platz 3. Ich muss sagen, die Community war sich dieses Mal so absolut weit gestreut und sehr, sehr uneinig. Dann haben wir nochmal bei Facebook den Aufruf gemacht, ja. Hey, wie sieht's denn bei euch aus? Und da wurde dann das ein oder andere Stimmchen noch in den Topf geschmissen, trotz allem. Es gab nur den Platz 1, der war definitiv ganz klar, da gab's nichts rumzumachen. Platz 2 und 3 gab's mehrere Stimmen für verschiedene Spiele. Ich habe mir jetzt einfach mal das Sahnestückchen rausgepickt. Und es wurde bei euch Too Many Bones und Oha. Man hat es ja jetzt auch in der Community-Gruppe gelesen, also Too Many Bones ist momentan schon ein ordentliches Thema da drin, ne? Genau, wobei es, seit es auf Deutsch draußen ist, auch sehr viele kritische Stimmen gibt, die sagen, boah, ich verstehe nicht den Hype. Too Many Bones ist wirklich ein cooles Spiel, das spielt sich vermutlich am besten alleine oder zu zweit. Ich habe es nie gespielt, ja, das ist so. Ihr versucht eben euren Charakter aufzuleveln, ihr habt so verschiedene Bossgegner, gegen die ihr kämpft. Das Ganze ist dann so über Tage aufgebaut, die ihr quasi euch auflevelt, gegen Monster kämpft, Entscheidungen trefft, Schatzkisten öffnet und dann eben mit den aufgelevelten Charakteren am Schluss versucht, diesen Boss zu killen. Ich finde es wirklich ein cooles Spiel. Ich kann aber verstehen, dass es vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so dieser Hype-Titel ist. Denn es ist ja ein seit Jahren das gehypte Spiel. Niemand verkauft Too Many Bones und warum macht man das? Und ja, wegen dem Material wahrscheinlich. Das ist wirklich fettes Material. Es ist ein Chip-Theory-Game. Das hat Neoprenmatten, das hat wie immer krasse Würfel dabei. Pokerchips hat es dabei, was denn sonst? Ich mag es sehr gerne, aber ich kann verstehen, wenn die Leute draußen sagen, nee, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber die Community liebt es scheinbar. Genau, das war Nummer 3 für die Community und wir gehen direkt weiter zu Angelo, zu Platz Nummer 2. Ja, ich gehe wieder weg. Ich gehe nicht weg, aber ich schaue weg natürlich. Ich bleibe euch erhalten. Ich schwätze einfach. Ich mache das mal wie immer so, weil ich Angst habe, dass hier alles. Ja. Ah, das ist auch dieses komische Format. Es ist schon mal kein Moorland. Nein, es ist kein Moorland. Also das heißt, du hast schon Moorland. Moorland ist es nicht. Sagen wir es mal so, es ist das komische Format. Es sieht komisch aus. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Es sieht komisch aus, ja. Das ist wohl wahr. Es sieht echt komisch aus. Es ist Arborea. Erschienen bei Ellie Cat, kommt auf Deutsch bei Skellig Games. Haben wir gespielt und während es auf dem Tisch lag, dachte ich mir einfach nur, boah, was ist mit meinen Augen los? Ich sehe irgendwie nur noch einen Einheitsbrei an bunten Farben. Was hat man hier in mein Getränk reingetan? Nein, das war kein lustiges LSD. Es ist ein wirklich sehr solides Worker-Placement-Spiel, was eigentlich prinzipiell von der Mechanik sehr einfach ist. Ihr habt, wenn ich mich nicht täusche, 4, ist schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe, 4... Ich glaube, es waren 6. Das sieht man da nicht. Nee, das sieht man da nicht.
Ich guck das ganz kurz in Regeln nach. Wir haben doch Zeit, Leute. Lasst ja, wir haben Regeln Zeit. Angelo, guckt sich mal die Regel an. Ich vielleicht muss nur mal kurz, wir haben es erklärt bekommen, muss ich dazu sagen. Nein, es sind vier Einsatzgebiete. Die sehen was, nämlich vier, so aber es war aus. So bunt. Ja, es ist halt echt, ihr kriegt da halt echt Augen. Aua. Gespüre. Ja, es ist ein Worker-Einsatzfeld. Mhm. Da setzen wir auf eins von diesen Feldern unseren Arbeiter ein. Und der Kniff an dem Spiel ist, dass man da stehen bleiben kann, denn diese Leiste rutscht nach vorne und umso weiter die nach hinten rutscht. Und wenn ich dann irgendwann sage, ich springe jetzt ab, dann laufe ich hier diesen Pfad entlang. Ich blende natürlich Bilder wie immer ein. Ich blende. Und dann kriege ich all diese Belohnungen, dessen Pfad ich da runterlaufe. Und durch diese Belohnung kann ich wahnsinnig viel Sachen machen. Ich kann mir Punkte holen, ich kann mir Tiere holen, ich kann mir Puzzleteile holen. Ich kann diese Tiere, Ressourcen, ich kann diese Tiere in meine Puzzleteile reinbringen. Und das Coole ist auch, wenn ihr den Arbeiter da einfach stehen lasst und der Mitspieler kommt dran, dann schiebt der euch mit nach vorne. Und am Ende seines Zugs oder der Phase könnt ihr sagen, nö, ich steig ab, mach doch du, was du willst. Ich steig nachher hier runter und mach das Ganze, denn ihr könnt auch nicht beliebig viele absteigen lassen bzw. loslaufen lassen. Ihr könnt da noch extra Punkte ausgeben. Und ich finde diesen Mix aus all diesen gar nicht so vielen neuen Sachen, aber dieser Schiebemechanismus, den finde ich sehr cool gemacht. Hoppla, hat so ein bisschen so ein Timing-Teil drin. Ist wirklich super. Also die Optik erschlägt euch allein dieses Spielmaterial. Ist der Kickstar, Leute, das ist wirklich quietschebunt. Da sind ganz viele Holzminis dabei von diesen Monstern, die es gibt. Ihr habt Inserts hier drin. Und ich fand das Spiel wirklich erschreckend, erschlagend. Und als es dann erklärt wurde und du ein, zwei Runden gespielt hast, dachtest du, boah, es ergibt alles easy peasy einen Sinn. Das macht, ja. Das flutscht richtig gut runter, total elegant designt. Hat mir richtig gut gefallen, mir richtig Spaß gemacht. Wünsche ich mir ganz schnell nochmal zu spielen. Ist einfach ein tolles Spiel mit verschiedenen Strategien, die man fahren kann. Ein bisschen so ein Timing, steige ich jetzt ab, hole ich mir die Belohnung schnell. Super Teil, da könnt ihr euch drauf freuen, bei Skelly Games kommt das Ganze. Da kann man ja froh sein, dass ich von diesem Cover doch sehr gecatcht war. Also, ja, ich muss sagen, ich war nicht gecatcht von diesem Cover. Also, ich es hat gesehen, mich gecatcht und hat mich aber abgestoßen zugleich. Ich weiß es nicht, warum. Genau. Ich bin ja offen und ehrlich, ja. Es ist ja schon so richtig so, wow, und dann denkst du, was ist denn das? Und dann guckt man nochmal genauer hin und denkt sich, ich weiß es nicht. Auch als ich das Spiel aufgemacht habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, ist das bunt. Da ist ja so viel drin. Und da haben wir uns wirklich gedacht, hatten wir schon mal gesagt, entweder ist es wirklich richtig gut oder richtig schlecht, weil es war ja auch noch ein Kickstarter dazu und das ist dann immer so ein. Und was ich so richtig cool an diesem Spiel finde, sind diese Ressourcen. Denn diese Ressourcen erarbeitet zwar einer, die sind aber in einem gemeinsamen Pool. Ja. Und wenn er sie nicht ausgibt, dann macht er einfach Punkte und lässt dann diese Ressourcen für die anderen über. Die können sich dann an diesen Ressourcen eben bedienen. Ich sag ja, aber der andere hat halt richtig, Punkte damit gemacht. Nice, also richtig cooles Teil. Ja, würde ich auch gern wieder schnell spielen. Sollen wir deinen Platz 2 da lassen? Nee. Okay, komisch. Dafür, dass du es jetzt gerade so gelobt hast in meinem Beitrag. Lass die Schachtel furzen. Nein, du wirst jetzt gleich lachen. Ja, werde ich. Ihr kennt ja, wenn ihr uns öfters... Ja. Die Top 3 ist so Melli speziell. Team Melli. Apropos Team Melli. Ihr dürft wie immer abstimmen. Seid ihr ja, Team Angelo, Team Melli oder Melli. Team Community oder Team ich selber? Ihr schreibt uns natürlich wie immer in die Kommentare eure Top-Spiele mit rein. Wir sind wie immer sehr gespannt. Okay, Melli, dein besonderes Spiel für diese Folge. Ich bin echt gespannt. Du bist voll die fiese Melli. Bin ich nicht? Doch. Ich bin nur Realist. Was wäre die Top 3 ohne ein spezielles Spiel von Melli? Na und? Viele sagen, jawohl, Melli hat es voll drauf. Dieses Spiel ist einfach... Ja. Passt nicht? Ja. Zu Recht. Es waren einfach viele gute Spiele diesen Monat. Ich hatte letzten Monat schon Trio mit drin. Es ist falsch rum zusammen gemacht, aber ich lasse es mal durchgehen. Passt eben nicht. Ja, und genau das ist einfach dieses... Ich weiß es nicht warum, aber dieses Spiel, das macht mir unglaubliche Freude. Unser Spiel ist in der Zwischenzeit direkt ausgezogen. Die liebe Eva hat aber nachbestellt, habe ich gesagt. Sie hat sich gedacht, ich bestelle gleich zwei. Das eine kommt wieder weg. Zack, haben wir es dann wiederum genommen. Passt nicht, ist einfach so ein Ding. Ich muss jetzt sagen, der Schwiegermama hat so gut gefallen, dass sie es bekommen hat. Grüße, Silvi. Wir haben uns einfach ein neues gekauft. Genau. Passt nicht, das ist einfach so ein cooles Teil. Es sind eigentlich total easy peasy Regeln. Und trotz allem muss man drauf achten. Und die lieben Mitspieler, die achten ganz sicher auf einen. Denn
Name ist Programm, passt nicht. Man versucht natürlich eine Kartenauslage vor sich zu generieren. Das sind nämlich diese Pluspunkte, die man hat. Alle Karten auf der Hand sind Minuspunkte, wenn es einer ausgemacht hat. Und es geht ganz einfach. Eine Karte liegt in der Mitte, zum Beispiel eine grüne 5. Und ab sofort kann ich alles vor mir ausspielen, das nicht grün oder eine 5 hat. Dann lege ich die hin und sage, passt nicht. Ziehe eine neue Karte nach. So, und irgendwann kommt so ein fieser Fiesling um die Ecke und wünscht sich zum Beispiel eine 5 oder legt dann irgendwas hin, was ich in meine Auslage habe. Ich sehe natürlich, dass alle Spieler versuchen, die Fünfer zu sammeln, wa? Weil und ich, bei mir läuft es vielleicht nicht so gut und ich habe hier so eine, da liegt eine grüne Karte in der Mitte und ich habe eine grüne 5 auf der Hand, dann lege ich die jetzt in die Mitte rein und ab jetzt muss ja grün oder 5 gespielt werden. Und wenn natürlich die Spieler, die drankommen, keine Grün auf der Hand haben oder keine 5 mehr, dann geht es um die Karten, die schon vor einem ausliegen, also die Pluspunkte. Dann guckst du halt und sagst so, doof, hä? Du kannst jetzt irgendeine 5 von dir vorne ablegen. Und wenn der schlau ist, sagt er sich, naja, ich habe hier eine rote 5, eine grüne 5 und eine gelbe 5 und alle anderen haben das schön gelbe Karten, also lege ich meine gelbe 5 raus. Und dann geht's los, dass all diese Karten wieder zurück in die Mitte rutschen und die Leute sehen, boah, wo sind meine Punkte hin? Und das aber ist so dieser fiese Kniff an dem Spiel. Aber es kann auch natürlich denjenigen selber sehr treffen, wo eben diese Lawine losbricht. Das kann auch zurückkommen. Das hatten wir schon oft genug, erst so, haha, und dann so, tja, und dann so, ja, passt, nein, du hast was vor dir. Oh, verdammt. Ja, ist ja okay. Und dann legt man eben seine Karten ab. Es ist wirklich ein total kleines, witziges Spiel. Es geht bis 6 Personen und da wird es noch kniffliger, finde ich. Es macht einfach unglaubliche Laune und Spaß. Gut. Kam so viel auf den Tisch, wirklich durch die Bank weg mit allem, was wir jetzt an Spielern da hatten. Absolute Nichtspieler, absolute Spiele Muffel, die waren auch total begeistert und es hat Spaß gemacht, denn wir helfen uns ja gegenseitig. Sehr gut, Melli. Ein spezielles Spiel, was gar nicht so speziell war. Normal hat der Melli immer so ein Spiel wie die Community, jetzt glaube ich auf ihrem Platz 2. Ich habe es mich gerade im Augenwinkel gesehen. Sag doch mal bitte, was die Community auf ihrem Platz 2 hat. Oder was? Ich habe ein Spiel, habe ich gesehen, was sehr speziell aussieht zumindest. Far Away? Far Away hat die Community auf ihrem Platz 2. Ja. Danke, Melli, für die Anmoderation. Genau, weil das ist so ein Spiel, das hätte eigentlich Melli wahrscheinlich auch auf ihrem Platz 2. Das war doch letzten Monat dabei, oder nicht? Kann sein, es ist großartig. Ja, aber es ist ja auch ein Hidden Gem von uns. Genau, also es ist ein wahnsinnig cooles Spiel. Auch das habe ich wieder auf der Messe mit, weil ich mir dachte, oh, das muss ich mitnehmen. Wenn du willst, kann ich es anmoderieren. Nee, mach mal. Also in Far Away spielen wir nach und nach Karten in unsere Auslage aus und versuchen damit, sag mal, Symbole zu generieren in verschiedener Art. Denn wenn wir, ich glaube, es 10 Karten waren es, ausgespielt haben, dann werden wir die Karten von hinten nach vorne werten. Das heißt, wenn ich vorne eine Karte ausspiele, die mir nur Ressourcen bringt, habe ich dann nicht so viel davon. Da vorne ganz als erste Karte würde ich vielleicht eine Karte ausspielen, die mir nachher Punkte generiert, wenn ich 3 rote Symbole habe. Und hinten möchte ich halt eher die Karten haben mit den Symbolen. So versuche ich mir meine kleine Punkte-Engine aufzubauen, um sie nachher von hinten nach vorne umzudrehen. Schaut einfach mal das Video, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel, welches momentan leider noch nicht auf Deutsch erhältlich ist. Ihr könnt das Ganze immer wieder in Frankreich bei Philibert bestellen. Die Regeln sind in Englisch. Vielleicht gibt es irgendwo auch schon eine deutsche Regel. Ich weiß es nicht. Also ich habe gehört, dass es wohl schon auf Deutsch kommen soll. Aber ich habe auch nicht gehört, wo. Aber ich weiß nicht, wo. Keine Ahnung. Mir ist es ja auch wurscht, weil ich habe das ja schon. Genau. Also es ist ein super Spiel. Far Away, groß. Community, ich glaube, wir haben es dieses Mal richtig schwer, gegen die Community anzukämpfen. Wir rocken das dieses Mal richtig. Wobei ich jetzt sagen muss, hier mit Lim. Gut, das ist jetzt nicht der Hype-Titel da draußen, aber Arborea ist vielleicht. So, aber vielleicht kann meine 1 euch noch umstimmen. Sollen wir die vielleicht gemeinsam ankündigen? Wir können es auf die Gefahr hin, dass es nicht klappt. Probieren wir es einfach auf. Also ich sag 3 und danach sagen wir den Namen des Spiels. Okay. Okay, 1, 2, 3. Zug um Zug Legacy! Ja, Glück gehabt! Wir haben es nicht da, wir spielen es mit Mellys Eltern. Es ist bei denen zu Hause. Wir spielen das meistens an einem schönen Sonntagabend. Und was soll ich sagen, ohne euch zu spoilern? Also erstmal Zug um Zug ist das klassische, die klassische Mechanik, wie beim normalen Zug um Zug auch. Wir werden nach und nach Karten sammeln, um dann Zugstrecken zu machen. Zum Beispiel von New York nach Key West runter. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was gespoilert, aber ihr könnt euch vorstellen, dass da noch was kommt. Und dazu brauche ich verschiedenfarbige Kartenabschnitte. Also das heißt, ich muss zum Beispiel 4 mit grün fahren. Also versuche ich 4 grüne Karten zu sammeln. Und das Legacy macht jetzt einfach nochmal oben eine Schippe drauf. Es werden Ereigniskarten reinkommen. Es werden nach und nach
spielerspezifische Informationen preisgegeben. Das heißt, ich habe vielleicht etwas erfüllt, dadurch kriege ich eine Info, die mir später im Spielverlauf etwas bringt. Das Spielbrett wird sich verändern. Ja, ich möchte euch so viel erzählen, aber ich darf einfach nicht euch was erzählen. Und Melly sagt euch vielleicht gleich, warum es emotional so mitnimmt. Ja. Mechanisch ist es Zug um Zug. Wenn ihr das nicht mögt, mögt ihr Legacy auch nicht. Aber Carsten, also für dich ist es nichts. Aber es ist einfach so großartig momentan. Es macht wahnsinnig Spaß. Und Melly, komm mal mit der emotionalen Seite rüber. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dieses Mal geht es nicht primär um Punkte, sondern darum, Geld zu verdienen. Das, was aber Punkte sind. Und die sind dann eben am Ende Punkte. Und ja, jetzt das Emotionale dazu. Also Legacy ist ja immer so eine Sache. Oftmals spielt man es und bricht es irgendwann ab. Aber bei diesen Legacy sind wir wirklich Feuer und Flamme. Nicht nur wir sind Feuer und Flamme, nein, auch die Family. Also meine Eltern und der Bruder sind da mit dabei. Wir spielen es zu fünf, wie ihr es jetzt rausgehört habt. Und für sie ist es das erste Legacy-Spiel. Und das war natürlich schon mal großartig, als wir mit dieser riesen Schachtel gekommen sind. Hab das dann aufgepackt und hab gesagt, so und so fängt es jetzt an. Da haben wir mal die erste Runde gespielt. Und in der ersten Runde passiert noch nichts. Aber nach der ersten Runde passiert schon was. Und dann war es so, nee, das machen wir jetzt nicht wirklich. Sag ich, doch. Aber das sagt doch die Regel. Wow, ja und was passiert dann? Und dann hat man eben die erste Runde abgewickelt und wie ich ja schon gesagt habe, dieses Mal sammeln wir eben Geld und da füllen wir jedes Mal so einen Passierschein sozusagen aus, wo wir unsere Summe aufschreiben und die kommt dann in unseren Tresor rein, denn wir sind jeder eine Kompanie und wir haben jeder eine eigene Schachtel. Also im Englischen eine Company, also eine Firma. Eine Firma. Eine Kompanie könnte man auch im Militär sehen, also eine Company. Ja, und da hat jeder natürlich so seine eigene Schachtel. Das heißt, wir haben hier echt üppiges Material drin und man packt da was in den Tresor rein und dann hat man hier was und da was und nach dem zweiten und dritten Spiel kamen dann noch Regeln dazu. Das heißt, ich habe dann diese Karten vorgelesen, mache dann dieses Heft auf, klebt dann diese Regeln rein und die Family war total begeistert und hat gemeint, oh mein Gott, wer lässt denn sich sowas einfallen? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Emotionale, wo uns jetzt hier mit verbindet. Es genau. Also ist einfach die Freude genial. Zu sehen, wie sich andere Menschen, die das noch nicht kennen, so über etwas freuen zu können, was für uns vielleicht schon so ein bisschen alltäglich ist, weil man ja schon so viel Legacy gespielt hat. Und das einfach nochmal zu sehen, wie dieses Legacy einfach auf im neuen Bereich so ankommt. Ich finde es wahnsinnig cool zu sehen. Das macht mir Freude, wenn die Leute sagen, boah, was passiert denn jetzt? Und ich denke mir, ja gut, ich kann mit... Und das ist einfach irre cool. Es bleibt Zug um Zug. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, hey, wir lieben Zug um Zug, und dann probiert es vielleicht auch mal mit der Family aus. Also keine Angst zu haben, die Regeln sind nicht zu komplex, da kommt ein bisschen was dazu. Aber wenn ihr es als Spiel leitet, könnt ihr es wunderbar mit der Family spielen. Und ich glaube, ihr habt ein irre geiles Erlebnis. Der Preis ist hoch, aber es lohnt sich. Aber man muss sagen, es sind, glaube ich, 12 Partien, die man spielt, zu fünft maximal. Wir spielen es zu 12 Partien. Also da hat man wirklich was geboten. Mal schauen, wie es dann nachher am Ende ist. Ob dann das Spiel noch, ich denke, das ist dann halt ein selbst ausgebautes Zug um Zug, wo man dann nachher auch noch spielen kann. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hatte gerade noch was im Kopf und mir ist es jetzt wieder entfallen. Ein selbst ausgebautes Zug um Zug, ob man es am Ende noch weiterspielen kann? Ja, nee, das war es jetzt nicht. Ich habe es, glaube ich, vergessen. Vielleicht fällt es dir gleich nochmal ein, während du die Eins der Community sagst. Ja, auf jeden Fall Zug um Zug Legacy ist unser Platz Nummer 1. Finde ich richtig cool. Hey, die Hand schütteln. Alles klar, machen wir die Eins der Community ja, mit rein, bitte. Ich hatte noch was im Kopf und jetzt ist es weg. Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen, als du gedenkt hast. Ja. Tut mir leid. Passiert manchmal. Machst du bei mir auch ständig. Heute Nacht kommt es dann wieder. Ich weck dich dann, okay? Ja, du kannst dann noch reinschreiben. Hier ist die Melly aus der Zukunft. So. Ja, auf jeden Fall ein richtig cooles Teil. Und ich kann es verstehen. Hätte ich auch genommen, wäre der Zug nicht dazwischen gekommen. Ein richtig cooles Spiel. Und zwar Platz Nummer 1. Da wart ihr euch mal einig. Da gab es nämlich nur einen und sonst keinen sozusagen. Und zwar Pirates of Maracaibo. Und wir haben es tatsächlich auch gespielt. Und ich muss sagen, es war ein richtig cooles Teil. Wir sind hier in der Karibik entlang geschippert und mussten eben schauen, dass wir vorankommen oder auch nicht zu weit vorankommen, dass wir Punkte generieren, dass wir genug Geld haben, um uns dann wiederum coole Karten zu holen und. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja. Man muss aber auch sagen, wir haben Maracaibo selber auch noch nicht gespielt. Nee, das Große haben wir tatsächlich noch nicht gespielt und Pirates soll ja quasi die
Einsteigerversion von Maracaibo sein. Ihr könnt manche Karten auch in Maracaibo benutzen. Manche Mechaniken sollen ähnlich sein. Deswegen freue ich mich jetzt schon total, eigentlich mal das große Maracaibo vielleicht irgendwann auszuprobieren. Aber Pirates hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ist halt eher, das, wie wir sagen, das Feierabend-Kennerspiel. Das ist schnell runtergespielt hat. Aber trotzdem, coole Entscheidungen, hat uns echt gut gefallen. Hat die Community eigentlich auch einen Flop-Titel genannt? Ja, die hatten auch einen Flop-Titel, aber auch wir hatten einen Flop-Titel und tatsächlich. Den würde ich euch ganz kurz vorstellen. Wobei ich jetzt bei Flop-Titeln ja immer, wir mögen das nicht so gerne, Spiele runterzumachen. Also weil es ist kein Flop, es ist garantiert ein cooles Spiel. Ja, es geht um Fit to Print. Optisch großartig, Idee dahinter auch großartig. Wir sind Zeitungsverleger und möchten eine Zeitung über 3 Runden drucken. Die Zeitung wird jede Runde etwas größer. Das Ganze ist echtzeitgesteuert. Wir haben auf dem Tisch einen Haufen Plättchen liegen in unterschiedlichen Kategorien. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, Fotos, was auch immer. Und wir decken eins dieser Plättchen auf, legen es auf unseren Schreibtisch oder legen es offen zurück. Und dadurch, dass wir es auf unseren Schreibtisch legen, werden wir es dann, wenn wir irgendwann sagen, okay, meine Sammelphase ist vorbei, puzzle ich das Ganze in meine Zeitung ein. Da gibt es natürlich so ein paar Anlegeregeln wie, das darf nicht neben dem liegen, dies soll nicht neben das liegen. Dafür kriege ich mehr Punkte und hört sich ganz cool an. Hat uns selbst persönlich einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, weil diese Phase fängt schon an, dass du dir hier was rausnimmst und auf den Tisch legst und dann merkst du, bah, ich habe viel zu viel, kriege ich Minuspunkte oder bah, jetzt habe ich viel zu wenig, jetzt ist nicht voll. Und das frustriert schon in der ersten Runde irgendwie und macht nicht diesen Echtzeitspaß, den vielleicht auch Race for the Galaxy hat. Ach, Leute, sag, ja? Wie es heißt. Was du nicht magst. Was ich nicht mag. Echtzeit, was ich nicht mag. Okay, ich komme gerade nicht drauf. Ich blende es ein. Ja. Und davon lebt eigentlich dieses Spiel. Achso, du meinst Galaxy Trucker. Galaxy Trucker. Sag's doch einfach. Genau, und hier ist es dann irgendwie auch komisch. Und du hast auch nie den Überblick, wie viele gute Nachrichten hast du, wie viele schlechte Nachrichten hast. Also kannst es dir schon irgendwie merken. Aber ich finde es mehr Arbeit als Spielspaß, weil du musst nachher so ausgeglichen haben. Also uns hat es nicht so besonders gut gefallen. Erscheint ja auch auf Deutsch bei Skellig. Für alle, die Echtzeitspiele mögen, guckt es euch mal an. Für uns war es eine echte Enttäuschung. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir wollten es im Grunde eher nicht kaufen, haben uns dann aber überreden lassen, es doch mal auszuprobieren. Also es stand schon unter keinem guten Stern. Ja, eigentlich hat mir das Spiel direkt selber mitgeteilt, Melli, kauf mich nicht. Und dann dachte ich mir so, nee, ich muss es jetzt doch kaufen. Das sind aber immer so Spiele, die sagen mir schon im Voraus, ob ich jetzt die Regeln nicht lesen soll oder nicht kaufen soll. Es sagt mir das immer wieder und trotz allem mache ich immer wieder den Fehler, kauf's dann doch und bin dann derbe enttäuscht. Es ist wieder ausgezogen, aber es macht nichts. Ich denke, der neue Besitzer wird glücklich damit sein oder er lässt es eben auch weiterziehen. Keine Ahnung. Ihr könnt euch trotzdem drauf freuen. Es wird auf jeden Fall im Deutschen verlegt werden. Schaut es euch an. Es hat ja auch so ein Family Mode. Keine Ahnung was. Also probiert selber aus. Genau. Das müsst ihr wirklich selber ausprobieren. Uns hat es jetzt nicht gefallen, aber das ist alles Geschmackssache. Genau. Andere mögen vielleicht nicht. So. Was hat die Community gesagt, was Ihnen nicht gefallen hat? Ja, es waren gar nicht so viele Flops dabei dieses Mal, aber eine Enttäuschung war dabei, die dann auch sehr umfangreich umschrieben worden ist. Deswegen habe ich mir jetzt auch dieses Spiel einfach rausgesucht. Und zwar ist es tatsächlich von Amigo ein neues kleines Kartenspiel, das heißt Zebra oder Z3 Ebra. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, es heißt Zebra. Und Zebra ist wieder in diesem Golf-Universum angelegt. Also nicht Minigolf oder so, sondern dieses Golf... Autogolf. Nein, sondern dieses Kartengolf-System, ja. Also die Biberbande, Skyjoe. Genau, und so weiter und so fort. Also Golf soll einfach diese Golfmechanismus drin haben, aber dieses Mal mit neuen Regeln. Dadurch soll aber dieser Glücksfaktor ziemlich hoch werden. Und soll das Spiel dann so ein bisschen vermiesen und diejenige, wo das Spiel da reingesetzt hat, hat dann auch gemeint, also bevor ich das anpacke, dann lieber Skyjoe auf den Tisch und da sind alle dabei, hat mal einer gesagt. Und ich glaube, so sind wir auch oftmals der Meinung, also Skyjoe war eben da, das hat richtig eingehauen wie eine Wucht. Es gab davor schon andere Golfmechaniken in diesen Spielen, aber Skyjoe ist so dieses on top, dieses Krönchen und alles, was so danach kam, habe ich vor allem das Gefühl, ist dann halt immer so dieser Vergleich. Oft kopiert, nie erreicht. So, das ist ja so dieser Golfmechanismus, aber ich bleibe bei Skyjoe. Und wie so ist es unsere Meinung, Eindruck. So ist es eben auch bei Zebra dieser Eindruck gewesen und ich glaube, ich bleibe auch einfach bei Skyjoe.
So ist es. Maddie, ist dir wieder eingefallen, was du sagen wolltest? Nein. Mm-mm. Gut, dann nochmal der Hinweis, ihr dürft bitte wieder wie immer abstimmen. Seid ihr Team Angelo, Team Melanie, Team Community? Der Esel nennt sich immer zuerst. Seid ihr Team Community, Team Melanie oder Team Angelo? Wird uns interessieren. Oder ihr sagt, nein, ich habe die drei coolsten Spiele diesen Monat gezockt. Dann schreibt das gern bitte alles in die Kommentare rein. Wir schreiben da wirklich total gern mit euch, diskutieren mit euch, lassen uns von euch auch inspirieren. Ansonsten nochmal kurz der Hinweis, es läuft ja parallel unser Adventskalender zusammen mit verschiedenen Partnern. Ihr könnt jeden Tag, habt ihr die Chance auf ein Spiel, welches ihr gewinnen könnt. Und es wird jeden Tag ein wahnsinnig cooles Rätsel geben, das ihr lösen könnt, mit dem ihr Spaß haben werdet. Schaut auch da gern mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und ansonsten heißt es jetzt einfach, das war es jetzt aber auch mit der Top 3. Im Dezember kommen wir dann mit der großen Premiere Top 10. Da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, weil ich finde es immer wahnsinnig schwer, in diesem einen Jahr diese 10 heftigen Spiele rauszusuchen. Vor allem nochmal die Spiele rauszusuchen, die man im Januar, Februar gespielt hat. Die sind ja schon wieder... Aber ich habe mir extra eine Liste gemacht, was ich gespielt habe. Ich habe das ganze Jahr was aufgeschrieben, nicht kontinuierlich. Du bist Streber. Streber, ey. Egal, Wahnsinn. So, strebsam sage ich euch jetzt vielen Dank fürs Reinschauen. Es hat uns wie immer Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Lasst doch gerne ein Abo da, falls noch nicht gesehen. Daumen nach oben. Ein Daumen nach oben. Ich dachte, was soll das heißen? Ein Like. Lasst gerne ein Like da, hilft uns wie immer. Macht uns natürlich auch Freude, wenn ihr sagt, euch hat das Ganze gefallen. Ansonsten sehen wir uns einfach zum nächsten Video wieder. Ciao. Ciao, ciao.